Ja, hallo Freunde und ganz, ganz herzlich willkommen zurück bei Star Citizen. Ja, heute machen wir, wurde ja auch schon ein paar Mal gewünscht, nochmal einen Trading Run mit der Caterpillar. Bin hier schon mal gespawnt. Ich gehe da mal hin. Und es gab ein Patch schon wieder, ein kleines Update. Und da musste ich auch wieder einen neuen Charakter erstellen. Und in der Hoffnung, dass es nun funktioniert. Aber die steht schon wieder richtig geil da, die Caterpillar. wir machen das Ganze mal so, dass wir uns jetzt hier wieder, ja, uns Hydrogen einladen auf Arcorp Mining Area und dann versuchen wir das möglichst gewinnbringend zu verkaufen. F12. So, ich habe noch eine kleine wichtige Ankündigung für euch. Es ist ja bald Weihnachten und dann kommt Silvester und dann ist das Jahr vorbei und ich wollte gerne einen kleinen Jahresrückblick machen, von Star Citizen speziell. Was ist quasi alles so dieses Jahr passiert, was kam neu hinzu, wo sind vielleicht Probleme, pipapo, dass wir einfach mal so einen kompletten Jahresrückblick machen. Gegen Ende des Jahres kommt das natürlich dann erst und wenn ihr wollt, das ist, könnt ihr machen, wie ihr möchtet, wenn ihr nicht wollt, dann lasst es eben sein, aber ich fände es cool, wenn ihr mir eure Meinung schreibt und die würde ich dann einfach in das Video einbauen, kurz der Flight Ready, und zwar quasi, was war für euch das Feature schlechthin quasi in diesem Jahr in Star Citizen, was war für euch das Wichtigste, das Beste und so weiter und so fort. Beziehungsweise, was war vielleicht für euch auch so das Schlimmste dieses Jahr. Einfach mal so Revue passieren lassen, könnt euch ja Zeit nehmen, es ist ja noch Zeit. Und wenn ihr mögt, dann schickt mir das einfach auf dem Wege eurer Wahl. Also Facebook, Patreon, Kommentar ist ungünstig, da muss ich dann ewig rausfriemeln, also bitte in irgendeiner Form per PN, also das Beste wäre wirklich Facebook tatsächlich. Ihr könnt es mir aber auch auf der Website schreiben, dort über das Spectrum-Ding als Privatnachricht, muss nicht öffentlich sein, ne? Und wie gesagt, das würde ich dann einfach anonym natürlich, jeder soll ja seine Meinung haben und die will ich auch noch nicht breittreten, und ich tue mal hier nach Jela, würde ich dann anonym quasi einfach so ein bisschen, wie gesagt, sammeln und dann im Video einfach unterbringen. Und was ihr auch machen könnt, ihr könnt mir auch eine Sprachnachricht schicken. Also ihr könnt das Ganze auch einfach vertont quasi aufnehmen. Auch das würde ich dann versuchen ins Video irgendwie einzubauen. Das wäre auch mal ganz cool. Das könnt ihr mir ja einfach ebenfalls bei Facebook, geht ja Sprachnachricht, könnt ihr das ja einfach reinsprechen. Und ja, wie gesagt, das würde ich dann einfach so mal so ein Komplettding machen. Das wird ein längeres Video, wird bestimmt eine Stunde gehen, ich weiß es nicht, mal gucken. Aber wie gesagt, das wäre cool, wenn ihr mir da einfach mal eure Meinung und Sichten zuschicken würdet. So, also das zur Ankündigung. Und vielleicht gibt es zu Weihnachten noch was Kleines. Ich weiß nicht, eventuell habe ich noch was gekauft. Könnte sein. Also nicht ich, ne, sondern irgendjemand hat vielleicht irgendwas gekauft und verlost das vielleicht zu Weihnachten an alle. Weiß ich nicht. Wäre denkbar. Vielleicht wird es aber auch nur an die verlost, die mir was, die mir ihre Meinung zuschicken. Oder vielleicht, was auch sein könnte, ist, dass es einfach zwei Sachen gibt. Ne? Dass also alle die, da ist Arco Mining Area, dass alle die quasi mir was zukommen lassen, also nicht, also ihr quasi ihre Meinung zukommen lassen, dass die ein kleines Geschenk bekommen und alle anderen natürlich dann auch noch, aber so könnte man vielleicht sogar zwei Sachen abstauben. Ah, wer weiß. Ich muss da nochmal Rücksprache halten. Egal. Will ich gar nicht vertiefen. So, wir landen mal hier unten und gehen eine Runde shoppen. Ich habe über 60.000 Tacken und ich weiß einfach nicht, wohin damit. Ich muss das ausgeben. Natürlich ist es wieder mal im dunklen Bereich. Das ist immer besonders angenehm, gerade mit der Caterpillar, wenn man in den dunklen Bereich eines Mondes fliegen darf. Warte mal kurz, ich muss mal Mikro... Sekunde. So, das ist nämlich gerade runtergerutscht, weil es nicht richtig fest war. So, da unten war es, ne? La 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 la. Ich weiß gar nicht, warum der immer jumpen will. Wenn es zu close ist, dann soll er doch gar nicht erst versuchen. Na, egal. Vielleicht kriegen sie es noch hin, mit der Alpha 3.4, dass man sich die Punkte anzeigen lassen kann, ohne dass der Quantum Drive immer gleich aktiv werden will. Weil wenn ich jetzt nämlich auf B drücke, ist der Punkt weg. Ne? Ich muss also immer mich entscheiden. Naja, ihr wisst, was ich meine. Ist bisschen blöd, ist bisschen kacke, aber naja, was soll's. Dab, 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 dab. Was ich übrigens auch noch demnächst mache, das wurde sich auch gewünscht, ist ein Vergleich der kaufbaren Quantum
ja, wie nennt man das? Antriebe? Quantum-Antriebe? Voll der Zungenbrecher. Ich habe die aber noch nicht geholt. Die muss ich nochmal einkaufen gehen im Spiel und dann machen wir nochmal einen Vergleich. Ich weiß aber noch nicht genau, wie ich das aufziehe. Welcher ist der beste, welcher ist der schnellste und so weiter. Ne? Das wird noch ein bisschen dauern, da brauche ich ein bisschen Vorbereitungszeit nochmal. Das kommt aber demnächst auch nochmal als Let's Show natürlich. So, wie weit? Ah ja, okay. Also damit kann ich natürlich ganz, ganz viel anfangen. Ah, dass es einfach immer nicht geht. So, jetzt, warte. Wir müssen ja eh ein bisschen bremsen. 18 Kilometer, okay. Da müssen wir eh bremsen. Bremsi, bremsi. Da, 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 da. La, 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 la. Ich weiß gar nicht, ob ich Licht anhabe. Ist halt die Frage, wo wir das Zeug verkaufen wollen, ne? Also wir können es natürlich jetzt wieder stupid nach Port Odessa schaffen, das wird natürlich gehen. Egal, ich überlege mir das gleich, ich kaufe erstmal ein. Da ist es. Aber sie haben es wirklich besser gemacht. Also die Nacht ist auf jeden Fall nicht mehr so dunkel. Ich mag zwar dunkle Nächte, aber ich muss auch noch was sehen. Also vielleicht haben es auch nur vorübergehend ein bisschen erhellt. Weil ich meine, die Frage ist natürlich immer, woher kommt das Licht? Ne? Also die Rückseite des Mondes, ich meine, bei uns ist es ja nachts auch nicht ganz stockfinster, weil wir einen Mond haben, aber der Mond hat ja keinen Mond. Also woher kommt das Licht? Von Planeten? Hm, könnte sein, ne? Keine Ahnung. So, ich mache erstmal hier, warte mal, da kann ich hier wieder nicht, na toll. Okay, dann lande ich halt einfach so. Das ist ja groß genug, da müsste es ja gehen. Ja, ich weiß. So. Naja. Geht natürlich nicht. Dann landen wir halt per Hand. Muss ich mal ein bisschen. Ich muss es immer von außen sehen beim Landen. Gerade bei der Caterpillar, die ist so groß und so schwer. Da habe ich immer so ein bisschen Sorge. So. Vielleicht fliegen wir noch mal ein Stückchen zurück. So. Das sollte eigentlich soweit passen. Schön vorsichtig runter. So. Zack. Stehen wir doch wieder eins. Naja, gut, fast ein bisschen schräg. Aber das hat ja auch mal was. So, Engine off. Wo ist Engine off? Da, Engine off. Und wir gehen mal eine Runde shoppen. Schön, Mediamarkt. Immer wieder faszinierend, durch die Caterpillar durchzulaufen. Ich weiß nicht, ich finde es einfach cool, weil der einfach so groß ist. Du hast einfach das Gefühl, und es ist ja auch so, dass du ein riesen Schiff unterm Arsch hast. Das ist einfach super. So, wo ist das Kaufhaus? Das da, glaube ich. Das Kaufhaus, so ein Quatsch. The Storage. Wie heißt denn das auf Deutsch? Der Markt. Das Lager. Eigentlich, ne? Lager. Könnte man es auch nennen. Gucken wir mal, was wir hier Feines kriegen. Letztens konnte ich ja meine Caterpillar gar nicht auswählen. Kann halt sein, dass es immer noch nicht geht, weil sie jetzt das geändert haben und gesagt haben, hey, mein Freund, das Ding muss schon richtig landen. Wäre aber blöd, weil dann kann ich die Caterpillar quasi ins Dorkel jetzt ummünzen. Nee, geht. Wunderbar. So. Also. Das hier ist eine wunderbare Lichtquelle. Vielleicht ist das die Lichtquelle, die den gesamten Mond... Guck mal, ich kann Waste kaufen für nichts. Für null? 75 SCU. Das Ding ist, wir könnten das... Wir könnten auch mal Müll probieren. Das haben wir, glaube ich, einmal probiert, das ist schon Ewigkeiten her. Weil diese ganzen Stationen produzieren Müll. Die verkaufen sie dir quasi für null. Und jetzt kann man die aber auf Levski bringen. Die haben dort ja quasi eine Müllentsorgungsanlage. Oder was, die Grimhacks? Weiß ich gar nicht mehr.
Warte, ich mache mal ganz kurz einen kleinen Cut. Ich muss mal kurz auf die Liste gucken. Einen Moment kurz. So, da bin ich auch schon wieder. Ich habe mal ganz kurz nachgeguckt. Also, Waze können wir tatsächlich, wie ich dachte, auf Levski verkaufen. So, das würde ich jetzt einfach mal gerne probieren, weil der ist so billig, der Waze. Ist auch Müll. Eigentlich müssten wir noch Geld dafür direkt hier kriegen, dass wir den Scheiß mitnehmen. Egal, ich kaufe das mal. 75 SCU. Zack, nehmen wir mit. So, und wir haben noch Platz in der Kette. Das heißt, wir suchen uns noch was anderes aus. Jetzt muss ich mal ganz kurz... Wir haben jetzt hier... Kann ich das nochmal machen? Nee, kann ich nicht. Weil das müsste sich tatsächlich irgendwie rentieren. Iodin, Hydrogen. Sekunde. Wir könnten... Ja, gut... Ich weiß nicht, wir könnten auch Hydrogen nehmen, theoretisch. Aber Hydrogen war, glaube ich, nur auf Port Olesar wirklich viel wert. Die Frage ist, was nehmen wir jetzt quasi noch mit für Levski? So, jetzt habe ich nochmal kurz mein Price Table hier. Sekunde, lädt gerade noch. Muss man das mal generell irgendwie anders nochmal ausdenken, wie ich das mache. Hydrogen. So, Hydrogen kriegen wir jetzt hier für 97 Cent. Und wir können das verkaufen. Truckstop, wo ist denn Levski? Elamar, Levski. Für 98 Cent, das lohnt sich ja mal überhaupt nicht. Okay, was haben wir noch? Iodin war das hier? Nee, Chlorin. Chlorin. Will das Levski haben? Ich muss mal gucken. Ah ja, 1,56 zahlen die. 1,44, das ist gar nicht mal so schlecht. Das sind 10 Cent pro Unit. Was haben wir noch? Fluorin. Das da zahlen die 2,80 Euro. Ja, gut. Man muss es halt immer in Prozent rechnen, umrechnen, ne? Letztendlich. So, warte mal. Dann haben wir noch Iodin. Iodin auf Levski 40 Cent. Nee, warte. Levski ist kacke. Nee, wollen wir nicht haben. Oder warte mal, doch. Was ist denn das hier? Sell. Okay. Steht da auch ein Kaufpreis? Also hier, also auf meiner Tabelle steht, dass Levski gar kein Iodin kauft, sondern nur Sell. Gut, dann ignorieren wir mal Iodin und dann würde ich sagen, wir nehmen jetzt einfach Chlorin oder Hydrogen. Aber Hydrogen hat sich nicht gelohnt. Wir nehmen jetzt mal hier Chlorin. So viel wie geht. Beziehungsweise nicht ganz, weil ich will nicht komplett pleite sein. Das ist generell so ein Tipp für euch, ne? Wenn ihr sowas macht hier, denkt dran, es kann immer wieder abschmieren und dann ist die ganze Kohle nämlich weg. Hebt euch immer noch ein bisschen was auf, ne? Für einen Notfall. Ich meine, gut, ich kann es mir leisten, theoretisch. Ich habe die Prospector. Wenn ich abstürze, dann mine ich 2 Stunden und habe die Kohle wieder rein. Ne? Das ist nicht das Problem. Aber für euch als Tipp, wie gesagt, guckt da drauf, dass ihr möglichst nicht alles Geld in ein Schiff reinsteckt, sondern dass ihr immer nur so ein Teil nehmt. Sonst ärgert man sich halt, weil... Ja, es ist halt Alpha, ne? Denkt dran. So, dann würde ich sagen, auf nach Levski. So. Und dann muss ich die Engines jetzt wieder anmachen, ne? War das so? Engine on, genau. So, und ab dafür. Wir gucken uns während des Fluges nochmal gleich die Fracht an, da will ich nochmal durchschauen. Müssen wir das hier eh erstmal in Ruhe abheben. Das dauert eine Weile mit der Caterpillar. Und ob ich jetzt eine Afterburner dabei anhabe oder nicht, ist eigentlich irrelevant bei dem Schiff. Ich weiß noch nicht, was ist passiert, wenn ich mich jetzt aus dem Pilotensitz verabschiede. Geht er dann runter auf 0? Was passiert dann? Ich hebe noch ein bisschen mehr ab, dass wir ein bisschen mehr Höhe haben. Weiß nicht mehr, ob man sich dafür dekappeln musste. Wie war denn das? Bin gerade überfragt. Wir steigen mal aus, wir sehen es ja dann. Ob wir runterstürzen. Ich glaube, der hält einfach nur an, ne, in der Luft. Oder fliegt er weiter? Ist das gar nicht richtig, warte mal. Der fliegt weiter, oder? Ich gehe mal in den Pilotensitz, mal gucken, was er jetzt sagt. Welchen Speed hat er drauf? Er hat irgendwie Speed wieder weggenommen, aber nur so ein bisschen. Gut, keine Ahnung.
kann halt beim Einsteigen passiert sein, dass er dann direkt vom Gas ist, quasi runter ist auf null. Also ich glaube, dass wir den Speed beibehalten. Deswegen, mal ganz kurz die Fracht angucken. Geht er schnell, hier ist er gleich nebenan. Das ist immer wieder so schön zu sehen. Die Fracht drin rumliegt. Was haben wir hier? Das ist jetzt hier das Gas, ne? Das ist jetzt das das Chlorin. Gucken, wo der Müll ist. Hier ist auch noch das Chlorin. Okay, dann wird der Waste irgendwo unten drunter stecken. Kann man jetzt ja gar nicht so genau sehen, ne? Huch. Oh Gott. Da wird er hier irgendwo unten drunter kleben, der ganze Waste. Das wollte ich nicht. Ich hasse die Treppen. Ich hasse diese Leitern. Ah. So. Okay, dann schnell wieder ins Cockpit, nicht, dass wir doch noch abstürzen. Aber ich glaube, wir sind einfach weiter geflogen, kann das sein? Ich sehe es nicht. Wir bewegen uns so langsam, dass ich es kaum sehe, aber ich glaube, wir bewegen uns langsam vorwärts trotzdem. Aber jetzt sieht es echt aus, als würden wir stehen. Egal. Ich steige wieder ein. So. Ne, wir hatten noch Speed drauf tatsächlich. Alles klar. So, dann setzen wir mal einen Kurs nach Delamar. Zack. Boom. Und das ist dann da rechts. Okay, ja. Müssen wir ein bisschen abheben. Ich heb ab. Nichts hält mich am Boden. Lalalala. Übrigens, ich habe vor 3 Tagen habe ich mit 2 Freunden zusammen Star Citizen ein bisschen gespielt und wir hatten so ein bisschen Multi-Crew PvP gemacht, also PvP nicht, PvE. Wir hatten so eine Com-Array-Mission mit diesen Monitoren. Da sind wir mit der Constellation, ich bin geflogen, die anderen 2 waren in den Geschütztürmen und wir sind da rein, da waren noch 6 oder so andere Spieler und ein Haufen NPCs und es lief einfach awesome gut. Also erstaunlich gut. Ich hatte 60 FPS, die anderen 2 hatten ein bisschen weniger, weil sie schlechtere CPU haben. Also es ist noch nicht wirklich CPU optimiert, aber ich bin fasziniert von der Performance. Also dass das Kämpfen, gerade mit Multiplayer, also mit mehreren Spielern am gleichen Ort, die darum sich battlen und NPCs kommen rein und kämpfen mit, dass das so gut funktioniert, hätte ich vor einem halben Jahr echt noch nicht gedacht, muss ich mal sagen. Das muss ich auch wirklich mal loben. Das ist mehr als faszinierend. Und auch wirklich erfreulich, weil man daran einfach sieht, dass sie wirklich viel geschafft haben dieses Jahr. Das ist wirklich toll. Ein Hoch auf Object Container Streaming. Oder noch besser, ich stoße mit meinem Ingwer-Tee auf Object Container Streaming an. So, warte. So, Ingwer-Tee ist guter Tee. So, wie weit sind wir denn? Muss mal aufpassen, wenn ich mit der Alt-Taste mich umsehe, dass ich dann nicht dann die F4-Taste drücke, weil ihr wisst ja, was bei Alt und F4 passiert. Das ist ja der Cheat-Key. Damit hat man quasi das Spiel instant gewonnen. So, wo ist Levski da unten? Okay. Ich glaube, wir werden gleich nochmal einen OM-Punkt anspringen vorher, weil das wird mir jetzt hier zu lange dauern. Ich verstehe auch nicht. Das müssen sie auch nochmal fixen oder nochmal reinbringen. Wenn ich von einem Planeten abhebe oder von einem Mond und dann irgendwo anders hin will, dann wäre es cool, wenn er mir die Route auch so baut, dass ich da hinkomme. Weil jetzt muss ich hier wieder diese Route quasi löschen, ne? Weil da komme ich jetzt so nicht hin. Oder müsste halt weiterfliegen. Sinnvoll wäre, wenn sie gleich sagen, okay, da ist ein OM-Punkt. Da kannst du dann direkt hinspringen und dann zack nach Levski. Ne? So ein Dreiecksprung quasi machen. Das wäre nochmal ganz cool für die Zukunft. Mich sehr darüber freuen. Aber naja, wir müssen noch kurz warten. Wir sind gleich, ne? Gleich. Ein bisschen Gas geben hier. Kann ich auch kurz eine kleine Story erzählen. Meine Oma, die hat letztens an meinem PC Overwatch gespielt. Das war faszinierend. Diesen Training, ich weiß nicht, wer von euch Overwatch kennt, aber in diesen Trainingsmodus, wo man halt dort diese Puppen hat und rumläuft, sie ist sogar tatsächlich aus dem Haus, also aus dem Starthäuschen rausgekommen. Sie hat es geschafft, hat lange gedauert. Sie ist da rausgekommen, tatsächlich. Und dann habe ich, also sie hat es dann nicht geschafft, auf den Kopf von dem Roboter zu zielen. Ich habe dann kurz für sie gezielt. Und hab ich dann gesagt, so, jetzt drück mal die linke Maustaste. Hat sie gedrückt und der wurde direkt geone-shottet, weil ich stand, also wir standen quasi direkt davor und wir hatten Reaper und naja, egal. Und da hat sie gesagt, ei Gott, oh Gott.
Es war so schön. Oh. Ich frag mich, wie das bei uns später ist, wenn wir irgendwann 70, 80 Jahre alt sind. Ich meine, wir sind ja Gamer, wir können das ja. Aber wie ist denn das? Ne? Gibt es dann irgendwas anderes, technisches, hochentwickeltes, wo wir dann genauso blöd davor sitzen? Ich kann mir das gar nicht vorstellen. Also sie ist aus dem Haus rausgekommen. Das war echt super. Hätte ich nicht gedacht, dass sie da rauskommt. Na, der Punkt bleibt aber lange rot. Wieso? Was ist da im Weg? Was ist los? Ich drehe mich mal hin. Das kann ja wohl nicht wahr sein. Es kann sein, dass wir noch zu nah an der Atmosphäre dann dran kommen. Ah ja, jetzt geht's. Weebu und Ryuk Master. Ich weiß nicht, was das heißt. Was ist das? Wer ist Weebu? Achso, und was sie auch bitte noch mit der 3.4 verbessern sollten, ist, dass dieses furchtbare Quantum-Travel-Kreisgedöns endlich mal mittig ist. Auch der Meilenleser, bitte mittig beim Fadenkreuz. Das ist so verwirrend teilweise, weil du willst irgendwie, du willst gar nicht lenken, willst mittig sein, lenkst dann trotzdem, weil du ja mittig bist, aber das Ding ist nicht mittig. Furchtbar. Gerade, also besonders beim Mining. Ich weiß nicht, ob das beim Mining habe ich es noch nicht probiert, aber ich denke mal nicht, dass sie es gefixt haben. Und auch generell hier dieses Dreieck hier, dieses gestrichelte, das zeigt ja die Schiffsmitte an, wo das Schiff quasi hin zeigt. Das verwurschtelt sich teilweise auch nach dem Quantum Drive. Das ist dann irgendwo und dann rastet das Schiff erstmal aus. Könnte sogar sein, dass es jetzt passiert. Ja, guck mal, genau, ich sag's auch noch. Vorführeffekt, perfekt. Ich habe nichts gemacht, weißt du? Das Dreieck ist, also dieses Viereck ist aber irgendwo hin, Viereck, also das Fadenkreuz, irgendwo hingerutscht. Weiß ich nicht. Und dann darfst du erstmal kurz, einen Ingwertee trinken, mach ich mal. Ne? Und irgendwann taucht dann da ist es. Das taucht wieder auf. Und dann darf man wieder frei normal lenken. Schnarch, 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 schnarch. So. Also. Wir wollten ja nach Levski. Wo ist denn Levski? Nicht blöd. Ach, über mir. Alles klar. So. Also, B. B wie Boosting. Wo ist denn... wo ist Levski? Levski, Levski. OM3. Da hinten wird es sein, ne? Ja, da ist es ja immer. Es ist besonders nervig mit diesem Fadenkreuz, wenn es in der Atmosphäre dann passiert. Oder so knapp über der Atmosphäre. Gerade bei den großen Schiffen hast du ein bisschen Speed drauf. Dann trudelst du erstmal. So, ich hoffe, irgendwer von euch hat aufgepasst, wie viel Geld wir ausgegeben haben. Denn ratet mal, wer nicht aufgepasst hat. Ganz genau, ich. Aber wir können sie uns ja ausrechnen. Ich hatte 61.000 Tacken, jetzt habe ich noch 28. Das heißt, wir haben ausgegeben, ja, 32.000 haben wir ungefähr ausgegeben, ne? 32, 33.000. Der Müll kam ja null. Insofern bin ich mal gespannt, was der Müll jetzt uns einbringt, wenn wir den verkaufen. Auch das sollten sie vielleicht nochmal überdenken. Also die Idee, ich kaufe den Müll, ist irgendwie doof. Also cooler wäre, wenn es andersrum wäre. Die verkaufen mir quasi, also ich verkaufe denen meine Dienstleistung, dass ich den ganzen Müll da einsacke. Das heißt, ich kriege quasi beim Kaufen dieses Mülls Geld und muss dann sehen, was ich damit tue. Ne? Wäre auch ganz geil, weil dann kannst du so ein bisschen Müllabfuhr spielen und dann kannst du halt überlegen, okay, ich könnte es jetzt irgendwo hinbringen zu einer Müllpresse, dann muss ich aber einen Teil meines Geldes, was ich investiert habe, wieder reinstecken. Dass die das halt abnehmen und dann den Müll verschwinden lassen. Oder ich kipp den ganzen Kram einfach ins All. Ne? Und dann kommt dann vielleicht das Ordnungsamt und kriegst einen blauen Zettel dran. Ne? Oder die Polizei kommt und schießt dich weg, weil du Müll irgendwo hinkippst. Das wäre auch mal ein cooles Piraten-Gameplay. Die Müllpiraten. Oh nein, sie haben den Müll im Weltall ausgekippt. Diese Schweine. Ne? Da kommt Starpiece und dann hast du richtig Probleme. So, also.
Ein bisschen näher muss ich noch ran. Gab es eigentlich Hangars in Levski, die groß genug für die Caterpillar waren? Ich glaube schon. Ich hoff's. Aber müsste aber eigentlich gehen. Wir kriegen das schon hin. So. Ein bisschen dauert es noch. Kann ich schon? Ja, Ladelabbus kann ich mir holen. Zack. And there. Hangar assigned. Ja, welcher denn? Welchen darf ich mir nehmen? Ich muss bremsen. Oh, bremst doch. Ach du Scheiße. Ja. Ich gehe mal kurz auf Null Gas. Ich muss da. Ja. Schnauze. Ich muss hier unten reinfliegen. Und das sehe ich ja sonst nicht. Oh Gott, ich fühle mich so. Oh! Okay. Runter vom Gas. Runter. Oh, Scheiße. N. Dum. Professionell gelandet. Wie immer. Kennt er ja von mir. Warum fliege ich da auch mit W rein? Ich hätte drüber fliegen können und mit S der hier runter. Ach, egal. Hat ja funktioniert. Eine kleine Schramme. Sieht keiner. Ist nur Blechschaden. So, Power off. Done. Welcome to Levski. Ja. Ich bringe euch Müll. Richtig schön Müll und ein bisschen leicht entzündliches Gas. Der Joker aus Batman würde sich freuen. So. Zack. Ist aber laut, total laute Musik ist geil. Warte. Ich hasse es, wenn das immer so. So, jetzt müsste es passen. Dumm, die dumm, dumm, dumm. Zumindest fühlt sich schon mal gut an, dass wir gelandet sind und alles ist safe. Jetzt können wir alles schon verkaufen. Gucken, ob wir ein bisschen Gewinn rausschlagen. Die Caterpillar ist ja jetzt nicht ganz voll, ne? Ich hätte sie jetzt voll gekriegt, na, wobei. Auch nicht ganz. Aber halb voll ungefähr haben wir jetzt die Caterpillar gemacht. Halt, das war falsch. Etwa halb voll war sie, glaube ich, ne? Kannst halt auch mehr Müll mitnehmen. Also ich weiß nicht, wie rentabel der Müll ist, aber ich glaube, es müsste sich auf jeden Fall lohnen. Weil nicht umsonst ist Levski der einzige Ort, wo man Müll verkaufen kann. Warum sollte man das reinbringen, wenn es sich nicht irgendwie rentiert? Und da kannst du halt... Wir werden es ja gleich sehen, aber wenn sich das rentiert, kannst du ja mehrere, sag ich jetzt mal, Stationen anfliegen. Was sind das denn eigentlich für Displays gerade gewesen? Sind die neu? Ship Retrieval, okay. Kannst du ja mehrere solche Bodenstationen anfliegen und den Müll quasi einladen ins Schiff, wenn du ein großes Schiff hast, machst du schön voll, ab nach Levski und verkaufen. Kein Risiko oder fast keins, weil es fast nichts kostet und entsprechender Gewinn, das werden wir ja gleich sehen. Das waren die hier, ne? Sell. So, wir haben die Caterpillar. Wir nehmen erstmal das Chlorin. Okay, das hat sich schon mal rentiert. Zack. Confirm. Haben wir schon mal 64.000 Tacken. Und jetzt noch der Waste. Ja, wieso geht das nicht? Schön verarscht oder was? Oder die Liste stimmt nicht mehr, das kann natürlich auch sein. Ich kann es nicht anklicken. Wir haben 75 SCU Waste. Oder war es doch auf der Grimhack? Aber es stand, also in meiner Liste steht Levski. Keine Ahnung. Wieso nehmen die das jetzt nicht an? Ansonsten, was es auch noch gibt, sind dann diese... diese Müllentsorgungsanlagen auf Planeten oder Monden. Notfalls fliegen wir die einfach nächste Folge mal an. Das überlege ich mir noch. Aber ich check das nochmal durch, ob es nochmal neuere Listen gibt, weil, wie gesagt, auf meiner Liste steht Levski da drauf, als einziger, der Müll ankauft. Keine Ahnung. Egal. Soll ja jetzt nicht so schlimm sein. Vielen Dank fürs Zuschauen, hat sich trotzdem rentiert und wir haben noch den Müll. Den kriegen wir schon noch irgendwie gut los. Nächste Folge dann, würde ich sagen,
Bis dahin. Ciao. With 65 degrees, last time I asked, I was down on my knees. The last time I heard you speak, you shot ice into my veins. I almost wished I would rain.